auf Sinnsuche. Zu diesem schönen Thema begrüße ich Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich begrüße heute ganz herzlich die Maturantinnen der HLW in Rankweil. Das freut mich immer ganz besonders, wenn Jugendliche auch zu den Vorträgen kommen. Und ich begrüße ganz herzlich alle, die diesen Vortragsabend auf unserem Videokanal in YouTube verfolgen. Heute ist der 7. November 2014 und es ist dies bereits die 60. Veranstaltung in dieser Reihe. Wenn man etwas älter ist und ein paar Jahrzehnte überblickt, dann stellt man gelegentlich seltsame Veränderungen fest. Vor 30, 40 Jahren, also in den 1970er, 1980er Jahren, da hat außer Viktor Frankl und seinen Schülerinnen kaum jemand über Sinn geredet. Und nicht selten wurde Viktor Frankl dafür auch kritisiert, denn damals gehörte es zu einem gerne gepflegten Brauch bei manchen Zeitgenossen, die sich einen besonders wissenschaftlichen Anstrich geben wollten, Sinnfragen in den Bereich des Esoterischen und Nicht-Wissenschaftlichen zu verbannen, schreibt Professor Joachim Bauer. Heute, eine Generation später, reden viele über Sinn. Sinn ist ähnlich wie Spiritualität, Glück oder Achtsamkeit ein Schlüsselbegriff, der im Trend liegt. Dementsprechend inflationär und unscharf ist aber auch seine Bedeutung. Manche meinen, Sinn sei so etwas wie Glaube oder Werte oder Sinn sei Glück oder Sinn sei Moral oder Ethik oder Sinn sei Logik. Das macht Sinn, sagen wir ja gerne. In einer solchen Situation ist Klärung und Aufklärung hilfreich. Was ist Sinn und aus welchen Quellen speist sich unser Lebenssinn? Ich freue mich, Ihnen heute eine Forscherin vorstellen zu dürfen, die mit ihren Studien zur Psychologie des Lebenssinns Pionierarbeit geleistet hat, Professorin Tatjana Schnell von der Universität Innsbruck. Tatjana Schnell promovierte 2004 mit Summa Cum Laude an der Universität Trier. Sie studierte außerdem an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen, London und Cambridge. Nicht nur Psychologie, sondern auch evangelische Theologie, Religionswissenschaften, Philosophie und Afrikanistik. 2012 hat sich Tatjana Schnell habilitiert und seit 2013 ist Frau Dr. Schnell Professorin an der Universität Innsbruck. Sie leitet dort das Fach Persönlichkeits- und differenzielle Psychologie am Institut für Psychologie und ihr Schwerpunkt ist die psychologische Sinnforschung. Privat lebt Tatjana Schnell in Partnerschaft und hat einen 6-jährigen Sohn, 7, 8, 10, 9, einen 9-jährigen Sohn, der auch hier ist. Herzlich willkommen und ich darf Sie jetzt um Ihre Ausführungen bitten. Ja, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung, Herr Dr. Köp. Freut mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann. Sie haben gesagt, heute reden viele über Sinn. Als ich vor ungefähr 13, 14 Jahren angefangen habe mit der Sinnforschung, da habe ich noch oft gehört, was, das geht doch gar nicht, so ein Quatsch. Oder geh damit doch in die Theologie, aber in der Psychologie hast du damit nichts zu suchen. Es wird viel darüber geredet, auch geforscht in verschiedensten Ländern der Welt. In Deutschland und Österreich ist es noch etwas anders. Aber es ist kaum mehr nicht zu bemerken, dass das Thema absolut relevant ist, dass die Medien es auch immer wieder aufgreifen. Und wie Herr Dr. Köp gesagt hat, ist es wichtig, dass wir damit sorgfältig umgehen mit diesen Begriffen, dass wir auch wissen, wovon wir reden und keine
Verallgemeinerungen annehmen. Sinn ist Glück. Wer ein sinnvolles Leben hat, der ist gesund und glücklich. Einige dieser Sachen möchte ich heute etwas differenzieren, relativieren, vielleicht auch in Frage stellen. Und womit ich zuerst beginnen möchte, ist ein... Ist ein wichtiger Punkt, der auch damit zu tun hat, dass viele anfangs sich fragen, wie soll man denn über Sinn empirisch forschen? Sinn ist etwas extrem Abstraktes und man denkt häufig dabei auch gleich an den Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens, das ist eine allgemeingültige Perspektive, das, was dann, wenn es ihn gäbe, für alle gelten würde. Über den Sinn des Lebens spricht zum Beispiel die Theologie, aber ich würde mir nicht anmaßen, empirisch, psychologisch über den Sinn des Lebens zu forschen. Das geht wirklich nicht. Stattdessen geht es mir um den Sinn im Leben. Persönlicher Lebenssinn, wie gestalten Menschen ihr Leben sinnvoll? Was bedeutet es, das Leben als sinnvoll zu erleben? Welche Konsequenzen gehen damit einher? All das ist gut mit der empirischen Sinnforschung zu untersuchen, aber nicht der Sinn des Lebens. Das Konstrukt ist abstrakt. Es ist auch ein Konstrukt, das sehr unterschiedliche Vorstellungen hervorruft. Wenn Sie verschiedene Menschen fragen, was für sie Sinn ist, dann kriegen Sie sehr unterschiedliche Antworten. Auch wenn Sie fragen, was ist für Sie Ihr Lebenssinn. Ich möchte Ihnen gern einige davon vorlesen, einige Zitate von Personen des öffentlichen Lebens. Erich Fromm, Psychologe, Philosoph, hat auf die Frage geantwortet, Sinn ist, sich selbst zu gebären, zu werden, wozu man das Potenzial hat. Die Schauspielerin Veronika Ferris hat in einem Interview geantwortet, die Liebe ist das Unantastbarste und Wunderschönste und Reinste. Die Liebe zu sich, die man sich auch erarbeiten und erkämpfen muss. Die Liebe zu der Familie, die Liebe zu einem Mann. Die Liebe zu den Eltern, die Liebe zu den Kindern, die Liebe zur Natur. Das ist für mich das Wichtigste, das Heiligste, das Schönste. Und darüber spiegelt sich alles in meinem Leben wider. Gerhard Schulze, Soziologe, hat folgende Geschichte erzählt. In der Not der Nachkriegszeit erfanden die Deutschen die Schiebewurst. Jeder bekam pro Scheibe Brot eine Scheibe Wurst. Um diese Scheibe möglichst intensiv auszukosten, schob man sie beim Essen des Brotes mit den Zähnen bis zum letzten Bissen immer weiter. So hatte man sie schon eine Weile gesehen, bevor man sie schließlich mit geschlossenen Augen aß. Bei der Schiebewurst gibt es einen Moment des reinen Glücks, der Ekstase des letzten Bissens, des Bissens mit der Wurst. Hier entsteht das Glück noch aus der Eindeutigkeit des Mangels heraus. Es verlangt einem keine besondere Raffinesse ab. Die Schiebewurst, das war ein Beispiel für Lebenskunst unter einfachen Bedingungen. Jill Sander, die Modedesignerin, erweist sich als Existenzialistin. Sie sagt, das Leben ist lebenswert, wenn man es liebt, wenn man es bejaht. Wenn man zu einer Haltung gelangt ist, auch Widrigkeiten und Kümmernisse zu akzeptieren. Wenn man auch eine Strecke steinigen Weges nicht scheut. Und dankbar ist, dass es überhaupt weitergeht. Campino, der Sänger der Toten Hosen, sagte, die Frage kann man jeden Tag neu und anders beantworten. Jetzt fällt mir dazu ein, es geht nicht darum, die Welt zu verbessern, sondern darum, das Leben selbst als Glück zu würdigen. In diesem Moment, wer hat es mal gesagt, ich war zu nicht viel Nütze, aber es hat Spaß gemacht. Wahrscheinlich habe ich das selbst einmal gesagt. Nein, es war jemand, der wirklich eine Vorbildfunktion hatte. Albert Einstein, der Physiker, sagte, nur ein für andere gelebtes Leben ist lebenswert.
Und Papst Franziskus sagt, der Sinn des Lebens ist der Kampf mit dem Kreuz. Was wir hier gehört haben in dieser kurzen Auswahl sind vollkommen unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Sinn. Wir haben einerseits so etwas wie einen Sinninhalt. Veronika Ferris sagt, für mich ist es die Liebe, ein Lebensinhalt. Andere rücken eher in den Vordergrund, dass Lebenssinn mit einem Ziel zu tun hat, dass man in seinem Leben ein Ziel verfolgt. Wie Fromm zum Beispiel sagt, es geht darum, immer an sich zu arbeiten, sich selbst zu verwirklichen. Der Soziologe Schulz ist auf eine Metaebene gegangen und hat schon in seiner Antwort versucht, darüber zu reflektieren, wie denn Sinn entsteht. Und er ist für sich dazu gekommen, dass er sagt, es geht darum, dass man sich der Bedeutung einer Sache bewusst ist. Jill Sander hat davon gesprochen, dass die Haltung, die man dem Leben gegenüber hat, zentral ist. Egal was geschieht, es geht darum, dass ich es akzeptiere, dass ich das Leben liebe, so wie es ist, egal was geschieht. Nietzsche hat das Amor Fati genannt, die Liebe des Schicksals. Campino hat etwas angesprochen, was heute auch ganz wichtig in der Psychologie ist und auch immer mehr in der Gesellschaft bekannt wird. Es geht darum, den Augenblick bewusst zu genießen. Man kann es auch als Achtsamkeit bezeichnen. Im Moment leben. Und Einstein und Papst Franziskus haben beide über etwas gesprochen, das man als Selbsttranszendenz bezeichnen kann. Einstein sagte, es geht darum, für andere da zu sein, über sich selbst hinaus für andere da zu sein. Und bei Papst Franziskus geht es um eine Selbstüberschreitung hin zur Religion, zu Gott. Das sind alles essentielle Aussagen und Perspektiven, die wir in der Sinnforschung aufnehmen müssen, denn sie sind alle relevant dafür, was Sinn ausmacht. Bevor ich anfange, empirische Ergebnisse vorzustellen, möchte ich gerne ganz systematisch mit dem Definieren beginnen. Bei Sinn ist es recht spannend, wenn man schaut, wo der Begriff herkommt. Der Begriff Sinn, etymologisch, bedeutet Gang, Reise, Weg ursprünglich. Die germanische Wortgruppe um Sinn beruht auf der indogermanischen Wurzel Sint, die Bedeutung hatte, eine Richtung nehmen, eine Fährte suchen. Und ich finde, diese etymologische Herleitung ist sehr aufschlussreich. Sie drückt gut aus, was wir spüren, wenn wir von Sinn sprechen. Es geht darum, einen Weg gefunden zu haben, eine Richtung zu kennen, wo wir hinwollen. Was diese Etymologie aber auch ausdrückt, ist, wenn es ein Weg ist, dann ist es kein Ding, das man einmal gefunden hat, dann kommt es in die Tasche und man hat seinen Lebenssinn. Es ist eine Richtung, ein Weg. Das bedeutet, dass da viel auch geschehen kann, dass sich Sinn verändern kann, dass manchmal auch Umwege oder Irrwege entstehen können. Es ist also ein dynamischer, nicht festschreibbarer Charakter von Sinn, der hier ausgedrückt wird. Ebenfalls wichtig und interessant ist zu schauen, was die Philosophen zum Begriff Sinn gesagt haben. Eine Definition, die ich sehr präzise fand aus dem philosophischen Wörterbuch von Zizekov, lautet folgendermaßen. Sinn, jetzt erstmal nur Sinn, ganz allgemein, noch nicht auf das Leben bezogen, sondern Sinn. Sinn ist die einer Sache, einer Handlung oder einem Ereignis beigelegte, wertende Bedeutung, die einer Handlung, einer Sache, einem Ereignis beigelegte, wertende Bedeutung. Das heißt also, Sinn wird immer beigelegt. Sinn ist nie in einer Sache, in einem Ereignis bereits selbst schon drin. Es gibt keinen Gegenstand, der per se seinen Sinn für uns schon in sich trägt, kein Ereignis, sondern das eine Sache, sagt Zizekov weiter, so das eine Sache für den einen Menschen sinnvoll,
für den anderen Menschen sinnlos sein kann, für mich heute sinnvoll und ein Jahr später sinnlos. Das heißt also, Sinn ist immer subjektiv. Wir aus unserer Situation heraus, aus unserer Lebensgeschichte, unseren Erfahrungen sehen ein Ereignis, eine Situation, einen Menschen, eine Sache und sprechen dieser Sache Sinn zu oder auch nicht, abhängig davon, was wir darin sehen. Wenn wir die Etymologie und diese philosophische Definition jetzt auf den Lebenssinn übertragen, dann heißt das, Lebenssinn ist einerseits dem Leben beigelegte Bedeutung oder auch Bedeutungen, eine subjektive Bewertung des eigenen Lebens als sinnvoll oder sinnleer, und das Ganze ist dynamisch. Die Bedeutung und das Sinnerleben können variieren und sich verändern. Das heißt also, da steckt eine ganze Menge Unterschiedliches drin in diesem Sinnkonstrukt. Wir haben Bedeutung oder Bedeutungen, die dem Leben zugesprochen werden. Wir haben Sinnerleben. Das heißt also, es ist auf jeden Fall ein multidimensionales Konstrukt. Wir haben hier verschiedene Dimensionen drin, die man betrachten muss. Eine Dimension ist die des Sinnerlebens. Und die kann erfahren werden als Sinnerfüllung oder auch als Sinnkrise. Und die andere Dimension ist die Dimension der Ursprünge des Sinnerlebens. Das, was wir als Lebensbedeutungen bezeichnen. Und dazu möchte ich Ihnen gerne dieses Modell vorstellen, um es etwas anschaulicher zu erklären. Dieses hierarchische Sinnmodell zeigt, dass Sinn eigentlich ständig in unserem Leben konstruiert wird. Sinn ist nicht nur Lebenssinn, hier auf der Spitze, eine Spitze zu sehen, sondern Sinnprozesse finden sich auch schon auf ganz einfachen Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene der Wahrnehmungen. Wahrnehmungen bedeuten, es kommen Stimuli, auditiv, visuell bei uns an, werden in die Einheitssprache des Gehirns übersetzt, landen bei uns in einem bestimmten Bereich des Gehirns und werden interpretiert aufgrund unserer Erfahrungen. Der Sinn wird von uns diesen Reizen zugesprochen. Wenn eine Wahrnehmung für uns sinnvoll ist, dann impliziert sie unmittelbar, sagen Kognitionsforscher, auch eine Handlung. Was wir sehen, hören, fühlen, ist nur dann für uns wichtig, in dem Sinne dann auch sinnvoll, sinnvoll wahrzunehmen, wenn es uns sagt, was wir tun sollen. Evolutionär ist das gut zu verstehen. Wir können genau die Sachen wahrnehmen, die für uns notwendig sind, wahrzunehmen. Dazu gehört zum Beispiel bestimmtes Licht nicht, bestimmte Geräusche können wir nicht hören, das ist auch nicht schlimm. Die nehmen wir gar nicht wahr. Was wir wahrnehmen, sind Dinge, die uns sagen, lauf weg oder hol es dir oder passt schon, musst gar nichts tun. Das heißt also, wir erleben Wahrnehmungen als sinnvoll, wenn eine bestimmte Handlung durch sie impliziert wird. Und diese hierarchische Anordnung zeigt, dass Sinn immer dann entsteht, dass Sinn etwas sinnvoll wird, wenn es in den nächsten übergeordneten Zusammenhang eingeordnet werden kann. Wahrnehmungen sind sinnvoll, wenn sie uns etwas über die Handlungen sagen, die daraus folgen sollen. Handlungen sind dann sinnvoll, wenn sie zu bestimmten Zielen führen. Wenn wir etwas tun, das kein Ziel hat, dann ist das per se erstmal ein sinnloses Handeln. Ich sage nicht, dass man nicht mehr sinnlos handeln sollte. Das Spiel zum Beispiel hat auch seinen Platz. Wir müssen nicht immer zielorientiert handeln, aber sobald wir handeln und kein Ziel vorhanden ist, ist es kein zielorientiertes Handeln mehr und in den meisten Kontexten wird es deshalb als sinnlos erlebt. Denken Sie zum Beispiel an die Berufswelt. Sie haben eine Tätigkeit, die Sie vorgeschrieben bekommen und Sie wissen eigentlich nicht, wozu Sie das tun müssen,
Vielleicht merken Sie aber auch, Sie bekommen die Aufgabe, um beschäftigt auszusehen, aber es ist nicht wirklich notwendig, dass Sie das tun. Ihr Handeln erfüllt keinen Sinn. Das Handeln wird als sinnlos wahrgenommen. Auch die Ziele sind dann sinnvoll, wenn sie auf der nächsthöheren Ebene eingebunden sind, der Ebene der Lebensbedeutung. Die Lebensbedeutung, das sind unsere allgemeinen Lebensorientierungen. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Wenn unsere Ziele nicht mit unserer allgemeineren, generellen Ausrichtung übereinstimmen, dann werden auch Ziele irgendwann sinnlos. Ziele, die wir verfolgen, weil wir zum Beispiel sie irgendwann übernommen haben, weil unsere Eltern wollten, dass wir etwas tun oder lernen. Ziele, die wir übernehmen, weil sie in den Medien vorgegeben werden, wo propagiert wird, wie man zu sein hat, wie man auszusehen hat, wie man sich zu benehmen hat. Solche Ziele, die nicht dem entsprechen, was wir eigentlich wollen, werden mit der Zeit sinnlos. Und die Lebensbedeutung, diese allgemeinen Ausrichtungen im Leben, die sind dann sinnvoll, wenn wir davon ausgehen, ja, das Leben hat für mich auch einen Sinn. Das lohnt sich, das ist okay, sich dafür anzustrengen, in Lebensbedeutungen zu investieren. Schauen wir uns jetzt die oberen Ebenen genauer an. Ganz oben sehen wir also das abstrakteste und komplexeste überhaupt, den Lebenssinn. Und ich habe eben schon gesagt, Lebenssinn kann man einerseits erfahren als Sinnerfüllung oder auch als Sinnkrise. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, werde ich später noch erläutern. Sinnerfüllung, also das, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir vom Sinn im Leben sprechen, ist nach vielen theoretischen und empirischen Analysen letztendlich zu der folgenden Definition geronnen. Und das ist eine recht komplexe, ich werde sie einzeln dann mit Ihnen durchgehen. Sinnerfüllung ist ein grundlegendes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Sie basiert auf einer Bewertung des eigenen Lebens als kohärent, bedeutsam, zielgerichtet und zugehörig. Nochmal von vorn, es geht um ein grundlegendes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des Lebens. Ein grundlegendes Vertrauen heißt, wir können das eigentlich schwer beschreiben, es ist nicht wirklich ein Gefühl, der Sinn. Ja? Es gibt kein Sinngefühl, genauso wenig wie es ein Vertrauensgefühl gibt. Es ist eine Haltung in gewisser Weise, die davon ausgeht, die darauf vertraut, ja, das Leben ist sinnvoll. Und woran merkt man das, wenn man das Leben als sinnvoll erlebt? An Kohärenz, Bedeutsamkeit, Zielgerichtetheit und Zugehörigkeit. Kohärenz. Kohärenz heißt, die Sachen in meinem Leben passen zusammen. Mein Leben ist stimmig. Es ist nicht so, dass ich mich in einem Bereich so verhalte, in einem anderen muss ich aber ganz anders agieren. Passung und Stimmigkeit ist etwas, was für uns heute gar nicht so leicht zu erreichen ist. Die Tatsache, dass wir so viel über Sinn sprechen, hängt auch damit zusammen, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aussieht heute, es dem Individuum recht schwer macht, diese verschiedenen Kriterien zu erfüllen. Schaut man sich die Entwicklung in unserer Gesellschaft oder auch noch früher an, kann man sehen, dass Gesellschaften über viele Jahrhunderte einem gewissen Gesamtsystem gefolgt sind in ihren Werten und Zielen. Das war die Kirche. Egal in welchem Bereich man sich bewegt hat, in der Familie, in Beziehungen, im Beruf, man hatte alle die gleichen Werte. Später hat das Klassensystem dieses Einheitssystem ersetzt, sagen Soziologen. Stattdessen hatte man jetzt verschiedene Klassen und wenn man wusste, man gehört zu der Klasse oder der, war es auch klar, dass man die und die Werte hat. Was wir heute aber haben, ist überhaupt keine größeren Systeme mehr, die vorgeben, was innerhalb von ihnen
für Werte gelten. Stattdessen haben wir, was Niklas Luhmann als funktionale Differenzierung bezeichnet. Wir haben eine Unmenge von Subsystemen in unserer Gesellschaft. Alles, was wir tun, alle Lebensbereiche haben ihre eigenen Normen, Werte, Regeln, die Beziehungen, die Arbeit, die Freizeit, die Religion, die Kunst, die Wirtschaft, die Politik. Innerhalb dieser Systeme gelten verschiedene Normen, Sitten, Regeln. Wir sind aber alle in verschiedenen dieser Systeme tätig und zu Hause. Das heißt, wir müssen immer wieder uns neu orientieren in jedem Subsystem und schauen, ja, wie schaffe ich das jetzt, immer die gleiche zu bleiben, wenn ich in unterschiedlichen Systemen agiere, wo unterschiedliche Werte gelten. Das heißt also, wir müssen diese Kohärenz herstellen, weil wir nicht einfach sagen können, ich begebe mich jetzt in diese Umwelt und da ist eh alles stimmig. Das war also die Kohärenz, das erste Kriterium der Sinnerfüllung. Das zweite ist die Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit heißt, das, was ich tue, hat eine Bedeutung. Das muss man gar nicht groß oder hoch ansetzen im Sinne von, das ist bedeutungsvoll, sondern es hat Konsequenzen. Es ist nicht bedeutungslos. Was ich tue, hat eine Bedeutung zwischenmenschlich oder beruflich oder gesellschaftlich. Andersrum kann man sagen, die Bedeutsamkeit ist nicht gegeben, wenn wir das Gefühl haben, es ist egal, ob ich handle. Das ist vielleicht leichter zu verstehen. In der Gesellschaft oder in der Politik, in der gesellschaftlichen Beteiligung an politischen Prozessen gibt es häufig das Gefühl, eigentlich ist es egal, was ich tue, ob ich jetzt wähle oder nicht, das hat eigentlich keine Bedeutung. Also unsere politische Partizipation wird häufig als nicht mehr sinnvoll erlebt, weil das, was man tut, ja eh keine Konsequenzen hat. Bedeutsamkeit also. Das dritte Kriterium ist die Orientierung. Die Orientierung heißt, ich weiß so ungefähr, wo es in meinem Leben hingeht. Man kann das als einen Kompass verstehen. Ich muss das nicht ausformuliert haben, aber ich kenne die Richtung und muss deshalb nicht jedes Mal bei Entscheidungssituationen lange in mich gehen, um zu schauen, was ist jetzt für mich das Richtige. In dem Moment, wenn ich diese grobe Orientierung habe, dann kann ich Nein sagen zu vielen Dingen und es ergeben sich aus dieser Orientierung auch viele eigene Ziele. Ich muss mir nicht ständig überlegen, was soll ich denn tun im Leben, wenn ich weiß, wo es hingehen soll, dann ergibt sich daraus eine Motivation, wo ich hin will. Und das Letzte ist das Kriterium der Zugehörigkeit zu irgendeinem größeren Ganzen. Sinn erleben verlangt, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir allein auf der Welt sind, vereinzelt und isoliert, sondern dass wir irgendwo dazugehören. Das kann die Familie sein oder Freunde, eine Berufsgruppe, eine Gesellschaft, eine Nation, die Menschheit im Allgemeinen, Menschen, die ähnlich denken wie man selbst, die vielleicht auch schon tot sind. Also dieses übergeordnete Ganze kann ganz unterschiedlich aussehen. Das Wichtige ist, dass wir das Gefühl haben, ich kann mich zu diesem Ganzen, was hier auf dieser Welt, wie ich sie wahrnehme, vorhanden ist, kann ich mich irgendwie in Beziehung setzen. Wenn es nicht vorhanden ist, sind wir entfremdet. Das heißt also, Sinnerfüllung ist etwas, was heute sehr schwierig ist. Wir müssen für Kohärenz im eigenen Leben sorgen. Wir müssen schauen, ob das, was wir tun, eine Bedeutung hat, Konsequenzen hat. Wir müssen uns selbst eine Orientierung suchen. Auch da werden wir nicht, wie es früher einmal war, hineingeboren in eine bestimmte Lebensausrichtung, dass man, weil die Eltern religiös sind, selbstverständlich auch die gleiche Religiosität übernimmt, zum Beispiel. Heutzutage gibt es Unmengen von Optionen und wir müssen uns selbst überlegen, welche wir davon wählen. Also eine große Wahlfreiheit, ein Zwang zur Wahl,
Peter Berger, Religionssoziologe, nennt das den heretischen Imperativ. Er sagt, wir müssen alle Heretiker werden. Wir können gar nicht anders als wählen. Wir können nicht sagen, ich bin einfach religiös, weil das nicht zu hinterfragen ist, sondern in unserer Gesellschaft wird alles hinterfragt. Wir lernen uns zu hinterfragen. Wir müssen uns für verschiedene Ausrichtungen immer wieder rechtfertigen. Nichts ist selbstverständlich. Entscheidungen müssen immer wieder getroffen werden. Und die Zugehörigkeit ist ebenfalls schwierig, weil wir auch nicht mehr unmittelbar irgendwo dazugehören. Gerade in großen Städten müssen sich Menschen ihre Gemeinschaften suchen. Muss schauen, wo kann ich denn dazugehören? Müssen aktiv werden, um Zugehörigkeit erleben zu können. Das also die Sinnerfüllung. Die zweite Form, Sinn zu erleben, ist in Form einer Sinnkrise. Das bedeutet, ich sehe keinen Sinn im Leben und er fehlt mir. Ich leide wirklich darunter, dass ich keinen Sinn im Leben habe. Sinnkrise ist also eine Sinnlehre und ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Sinn. Das sind also die beiden Qualitäten, die wir oben beim Lebenssinn finden und darunter die Sinnquellen, das, was dem Leben Sinn gibt. Wir nennen sie Lebensbedeutungen, weil wir sie so erfasst haben, dass wir Menschen gefragt haben, erstmal, was sie für Überzeugungen haben, was sie regelmäßig tun, was sie erleben, und bei allen Antworten, die sie gegeben haben, haben wir weiter gefragt, und was bedeutet es? Und was bedeutet das jetzt wieder? Und was bedeutet das? Also wir haben lange gegraben und immer wieder genervt und erst dann Ruhe gegeben, wenn etwas gesagt wurde, wo nichts mehr drunter sein kann. Ja? Das ist eine Technik, die als Leitertechnik bezeichnet wird. Mein Kollege Dmitri Leontjev aus Russland, aus Moskau, hat sie entwickelt. Und es ist sehr, sehr spannend, so etwas durchzuführen. Wenn Sie es selbst einmal ausprobieren wollen, auf www.sinnforschung.org haben wir unter Mein Lebenssinn auch dieses Interview abgedruckt, wo Sie selbst auch leitern können. Und Sie landen da häufig bei Lebensbedeutungen, die man sich so gar nicht gedacht hätte. Ich möchte Ihnen gern ein Beispiel vorlesen aus unseren Interviews, wo wir einen jungen Mann gefragt haben, welche Feiern oder Zeremonien sind Ihnen besonders wichtig, wenn überhaupt irgendwelche? Und dann hat er gesagt, Familienfeiern. Viele Sinnforscher hätten da jetzt schon aufgehört. Ah ja, Familie, wissen wir eh, in allen Ländern auf der Welt ist Familie und Freundschaft immer ganz wichtig für den Lebenssinn. Wissen wir ja jetzt schon, also das ist also so ein ganz familienorientierter Mensch, wahrscheinlich auch so ein bisschen eher so traditionell und ja, ganz auf die Herkunft bezogen und gebunden. Wir haben ihn dann gefragt, was bedeuten denn diese Familienfeiern für Sie? Dann hat er gesagt, ich bin gern mit meiner Familie zusammen. Die sind sehr witzig, wir können sehr viel lachen. Dann haben wir gefragt, ja, was bedeutet das denn? Wofür steht das für Sie? Und da hat er gesagt, Entspannung, aus mir rausgehen, mich mit anderen ein bisschen messen, ein paar Herausforderungen. Und das sind Sachen, die wir nicht im Allgemeinen sofort assoziieren, wenn wir Familienfeiern hören, oder? Spaß, witzig, Herausforderungen, sich messen. Und das zeigt auch, wie extrem subjektiv dieser Sinn immer ist. Es gibt bestimmte Inhalte, über die man sprechen kann, da wissen wir aber noch längst nicht, was das bedeutet. Wir müssen für jeden Menschen, wenn wir wissen wollen, was da Lebensbedeutung, was dem Leben Bedeutung gibt, müssen wir fragen, was heißt das für dich? Und da kann eine große Vielfalt unterschiedlicher Dinge auftauchen. Diese Lebensbedeutungen, die wir in den Interviews identifiziert haben, die haben wir dann in vielen Analysen immer wieder zusammengefasst, das waren mehrere tausend, und letztendlich sind wir bei 26 dieser Lebensbedeutungen angelangt, die wir auch in einem Fragebogen messbar gemacht haben. Und dadurch haben wir tolle Möglichkeiten jetzt, alle möglichen Fragen zum Lebenssinn auch quantitativ zu untersuchen.
Diese 26 Lebensbedeutungen werden mit dem Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn erfasst. Und ich möchte sie Ihnen gerne zeigen. Ich würde sagen, wir beziehen uns hauptsächlich auf die 5 Dimensionen, die Sie hier blau hinterlegt sehen. Diese Lebensbedeutungen lassen sich statistisch zusammenfassen zu diesen 5 Dimensionen. Und Sie sehen hier zuerst links oben die Selbsttranszendenz vertikal. Das heißt, ich gehe über mich hinaus, nach oben hin, Religiosität und Spiritualität. Ich kann aber auch über mich hinausgehen im Horizontalen, innerhalb dieser Welt. Zum Beispiel durch soziales Engagement, durch Naturverbundenheit, durch Generativität und so weiter. In der Mitte sehen Sie die Selbstverwirklichung, eine typische Sinndimension der Moderne. Da geht es darum, seine eigenen Potenziale weiterzuentwickeln, zu wissen, wer man ist und daran zu arbeiten, dass das besser wird, dass das wächst, dass man sich entwickelt, die eigene Freiheit, Macht, Kreativität, Leistung und so weiter. Das vierte, die Ordnung, ist eine sehr konservative Dimension im Sinne von bewahrend. Man legt viel Wert auf Vernunft, vernünftiges Handeln, auf Moral, auf feste Werte, auf Tradition und Bodenständigkeit. Und das letzte, das Wir und Wohlgefühl. Hier geht es darum, dass wir Dinge tun, in Dinge investieren, die uns selbst gut tun. Und das sind häufig auch Dinge, die mit Gemeinschaft zu tun haben. Das heißt also Fürsorge, Gemeinschaft, Harmonie, Spaß, Wellness, Liebe, das bewusste Erleben. All das hängt statistisch immer wieder miteinander zusammen. Was bedeutet, dass diese Fürsorge hier zum Beispiel nicht unbedingt etwas Selbsttranszendentes ist, sondern das ist das, was ich tue für nahestehende Menschen, wo ich ganz viel zurückbekomme, was auch meinem Wohlgefühl dient. Diese Lebensbedeutungen werden erfasst mit recht vielen Items, 151, und sie werden so erfasst, dass man nachher weiß, das sind Dinge, die Menschen wichtig finden und tatsächlich auch umsetzen. Es geht nicht darum, dass das etwas ist, das man generell wichtig findet, Punkt, sondern die Items erfragen auch, was man tatsächlich dafür tut. Das heißt, Lebensbedeutungen sind nur dann vorhanden, wenn man sie auch lebt. Jetzt kann man sich fragen, die Sinnfrage ist immer so präsent. Heißt das denn, dass der Mensch prinzipiell auf Sinnsuche ist? Der Vortrag heute heißt Auf Sinnsuche. Sind wir immer auf Sinnsuche? Es kommt drauf an. In gewisser Weise ist der Mensch ein Wesen, das besonders aus der ganzen Informationsflut, die es umgibt, immer das wählt und wahrnimmt, was ihm sinnvoll erscheint, wie schon die Gestalttheorie gezeigt hat. Ich möchte es kurz erläutern. Was sehen Sie hier? Ja, einen Würfel habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Wer sieht hier einen Würfel? Viele, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, da ist kein Würfel. Da sind ein paar schwarze, komische, eckig ausgeschnittene Kreise und viele weiße Felder. Die Tatsache, dass wir hier einen Würfel sehen, zeigt, dass wir im Allgemeinen sinnvolle Gestalten wahrnehmen. Wann immer wir etwas sehen, einen Menschen oder auch in der Umgebung, in der materiellen Umgebung, nehmen wir die Dinge so wahr, dass sie für uns Sinn machen. Wenn das, was wir sehen, sinnvoll ist, dann fällt uns das nicht besonders auf. Das ist eine Treppe, eine Skizze einer Treppe, okay, passt. Das ist eine sinnvolle Darstellung und das gibt uns nicht irgendwie ein Gefühl von, wow, ist das sinnvoll. Aber wir fangen an, etwas zu spüren, wenn plötzlich etwas nicht mehr so sinnvoll ist.
Ja? Das geht nicht. Das ist eine unmögliche Treppe. Und wenn wir die uns eine Weile lang anschauen, dann kriegen wir wirklich ein Gefühl. Dann werden wir in die Richtung aktiviert, dass wir sagen, irgendwas geht da nicht, irgendwas passt da nicht. Das heißt, in dem Moment, wenn Dinge in unserer Umgebung nicht sinnvoll sind, keinen Sinn für uns ergeben, dann ist das ein Zeichen, das uns aufweckt und sagt, jetzt pass mal lieber auf, da ist ein Problem. Und ähnlich ist das auch mit dem Lebenssinn. Wenn wir Dinge tun, die zusammenpassen, wenn das, was wir tun, auch Konsequenzen hat, wenn das in eine Richtung geht, hinter der ich gut stehen kann und wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier Teil der Vorarlberger Gemeinschaft oder meiner Familie, dann ist das nichts, das mich besonders, das mir besonders auffällt. Das heißt, sinnvolle Menschen leben nicht unbedingt mit dem Gefühl, ah, ist mein Leben sinnvoll. In dem Moment aber, wenn irgendetwas in diesen vier Kriterien anfängt zu bröckeln, wenn es plötzlich irgendwie nicht mehr so sinnvoll erscheint, dann fangen wir an, nach dem Sinn zu fragen. Dann kommt erst die Sinnfrage auf. Das heißt also, damit wir überhaupt die Sinnfrage stellen, muss so etwas wie ein Sinnbruch geschehen. Ein Sinnbruch heißt, das, was wir vorher angenommen haben, wo wir gut mit gelebt haben, das passt plötzlich nicht mehr. Solche Sinnbrüche sind zum Beispiel Lebensereignisse, die das in Frage stellen, was wir bisher gelebt haben. Wenn wir zum Beispiel eine schlimme Krankheit bekommen, wenn eine nahestehende Person stirbt oder wenn eine Beziehung auseinandergeht, wenn man einen Job verliert, dann kommt es häufig zu Situationen, wo Menschen anfangen zu fragen, was ist eigentlich der Sinn? Was hat mich eigentlich bisher getragen und trägt mich das immer noch? Dann wird das Fundament, das bisher selbstverständlich war, wir merken nicht, dass das schon passt, wo wir gehen, dass das alles stabil ist. Erst in dem Moment, wenn es anfängt zu wackeln, merken wir, huh, da ist ja was und ich brauche ja einen festen Stand. Und dann wird die Aufmerksamkeit auf das Fundament gelegt. Ohne solche Sinnbrüche fragen Menschen eigentlich recht selten nach Sinn. Die Sinnfrage im Sinne eines Mangels, eines Leidens an Sinnlosigkeit stellen sich nur ungefähr 4% der Gesellschaft. Das ist recht wenig. Und es ist ja auch äußerst anstrengend, das eigene Fundament in Frage zu stellen. Von daher, die Sinnfrage kommt, wenn wir von außen dazu angestoßen werden. Ansonsten leben wir häufig ohne große existenzielle Fragen. Die Sinnerfüllung ist also im Gegensatz zur Sinnkrise nicht bewusst. Sie ist auch kein Gefühl. Man kann sie vergleichen mit der Gesundheit. Das spüren wir auch nicht, dass wir gesund sind. Wir merken das erst. Wir merken unsere Gesundheit erst, wenn sie uns abhanden kommt, wenn es in bestimmten Bereichen Probleme gibt. Wie entsteht jetzt Sinnerfüllung? Ein ganz wichtiger Punkt ist, Sinn ist nicht mit Werten zu verwechseln. Wir können Werte haben, das heißt längst noch nicht, dass wir dementsprechend auch leben. Es gibt einen großen Behavior Intention Gap, nennt man das. Bestimmte Sachen finde ich wichtig, wenn man das erhebt bei Menschen und dann schaut, wie sie leben, dann findet man immer eine große Lücke. Warum sieht man das denn nicht auch? Werte per se stiften noch keinen Sinn im Leben. Sinn muss gelebt werden. Sinn muss vollzogen werden. Das heißt, den eigenen Werten entsprechend auch handeln, sie umsetzen, in die Tat umsetzen. Diese Lebensbedeutung, die ich Ihnen eben gezeigt habe, das sind Sinnquellen, die erst in der aktiven Umsetzung tatsächlich auch Sinn stiften. Wir hatten da zum Beispiel die Naturverbundenheit. Ich kann sagen, die Natur ist mir wichtig, aber ich sitze die ganze Zeit im Büro und wenn ich nach Hause komme vor dem Fernseher
dann ist die Natur für mich keine Sinnquelle. Erst in dem Moment, wenn ich meine Naturverbundenheit beginne zu leben, kann sie auch Sinn stiften. Genauso die Lebensbedeutung Liebe zum Beispiel. Ich kann Liebe wichtig finden. Wenn ich sie aber nicht lebe, dann stiftet sie auch keinen Sinn. Wir haben da ziemlich viele dieser Sinnquellen der Lebensbedeutung gesehen. 26, das ist ja eine Menge. Es gibt Kollegen, die sagen, ja, das Wichtigste ist, dass man überhaupt so eine Orientierung hat, dass man Ziele verfolgt im Leben und dann hat man ein sinnvolles Leben. Ziele verfolgen ist sehr wichtig, das stimmt. Indem wir Ziele haben, sind wir motiviert, haben wir auch eine Richtung, das gibt unserem Leben eine gewisse Struktur. Die Frage ist aber trotzdem, sind das unbedingt dann die richtigen Ziele und sind alle Ziele gleich sinnstiftend? Das konnten wir auch untersuchen anhand des Lebe, also diesem Fragebogen. Und dabei hat sich gezeigt, dass von diesen verschiedenen Lebensbedeutungen eine immer wieder raussticht, und zwar die Generativität. Generativität, das ist ein Begriff, den der Entwicklungspsychologe Eric Erickson erfunden hat oder genutzt hat zuerst. Generativität bedeutet, dass ich etwas tue für die nachkommenden Generationen oder für die Gesellschaft, dass ich quasi für ein größeres Ganzes aktiv werde. Und diese starke Prädiktorkraft von Generativität hat sich in ganz vielen Stichproben gezeigt. Das heißt, wenn junge Menschen generativ sind, dann haben sie eine hohe Sinnerfüllung, genauso wie bei mittelalten und älteren Menschen. Bei kranken Menschen ist es der Fall, genauso wie bei gesunden. Bei Menschen in Deutschland und Österreich, wie in Bulgarien, in Brasilien, in Dänemark. In allen unseren Stichproben haben wir das gefunden. Was ist es, diese Generativität? Generativität, also ein stärkerer Sinnprädiktor noch als zum Beispiel Religiosität, Spiritualität, Naturverbundenheit und so weiter. Wie lebt man Generativität? Was ist das? Es gibt verschiedene Formen. Zuerst mal steckt ja darin, dass man für die nachkommenden Generationen etwas tut. Das kann man ganz konkret, indem man Kinder zeugt oder Kinder bekommt. Auch indem man diese Kinder dann erzieht. Man kann aber auch generativ sein, ohne selbst Kinder zu haben, indem man gesellschaftlich aktiv wird, zum Beispiel Kinder oder Jugendliche erzieht oder bildet oder in der Lehre tätig ist. Genauso, dass man politisch aktiv ist oder auch künstlerisch. Alles Handeln, bei dem ich das Gefühl habe, es trägt etwas dazu bei, dass das, was hier auf dieser Erde geschieht, etwas besser wird. Und dass die, die nach uns kommen, dass die es auch gut haben, das ist ein extrem guter Sinnstifter. Das heißt, wenn Menschen fragen, ich habe keinen Sinn mehr, irgendwas hat mir jetzt den Boden unter den Füßen weggezogen, was soll ich denn tun, um wieder Sinn im Leben zu finden? Dann kann man natürlich keinen Sinn geben. Man kann niemandem sagen, das ist dann Sinn oder das. Aber anhand der Ergebnisse können wir einige Richtungen vorschlagen, dass eben zum Beispiel die Generativität so bedeutsam ist. Und das ist für viele erstmal überraschend, weil das, was wir in unserer Gesellschaft heute hören, ist, verbessere dich selbst, mach dich fit, mach dich schön, steigere deine Leistungsfähigkeit. Es geht immer darum, dass wir versuchen, uns selbst noch besser zu machen, dass wir noch glücklicher werden. Dass es aber viel glücklicher macht oder viel mehr Sinn gibt, wenn man was für andere tut, das ist erstmal komisch. Wir wollen doch, dass es uns gut geht. Wir wollen ein Wohlgefühl haben. Frankl hat hier von Hyperreflexivität gesprochen. Er hat gesagt, wenn wir uns immer nur um uns selbst drehen und versuchen, in uns zu suchen, wie wir denn glücklicher oder sinnvoller leben können, dann wird das nichts bringen. Wichtiger ist, von sich selbst mal abzuschauen, auf jemand anderen hin. Und dabei passiert dann was. Dabei entsteht Sinn. Was wir ebenfalls noch gefunden haben, ist, dass es
dass es wichtig ist, wenn man sich dabei nicht auf eine bestimmte Sache bezieht, dass man alles auf eine Karte setzt. Man sieht das häufig bei Menschen, die sehr in Richtung Selbstverwirklichung gehen, die vor allem in ihrem Beruf Macht anstreben, Leistung, Freiheit, Kreativität, die alles darauf setzen. Die Ergebnisse unserer Studien zeigen, dass wenn man sich nur in einem Bereich involviert, dass dann das Sinnerleben genauso gering ist, als ob man überhaupt keine Sinnquellen hat. Wichtig ist es also, dass man sich in verschiedenen dieser Dimensionen einbringt. Dass man natürlich auch auf sich selbst achtet, ebenso Beziehungen pflegt, dass man aber auch für das größere Ganze sich interessiert, in dem Sinne, dass man Selbsttranszendenz lebt, horizontal oder vertikal. Wenn ich das also nochmal zusammenfasse, dann heißt es, wir können von einem sinnvollen Leben sprechen, wenn Menschen entsprechend ihrer Überzeugungen handeln. Und zwar in allen Bereichen, die für den Menschen als soziales Wesen wichtig sind. Vom Bereich des Selbst, es geht um mich selbst, es geht um die anderen, aber es geht auch um das größere Ganze. Und besonders das Letzte, dieses größere Ganze, das verschwindet immer häufiger in der letzten Zeit, weil es eine Wahrnehmung dieses größeren Ganzen kaum noch gibt. Wo gibt es das Gefühl, ich gehöre zu meiner Stadt, ich gehöre zu Österreich? Die Gesellschaft hat den Charakter des Zusammenhalts oder die Möglichkeit, Zusammengehörigkeit oder Zugehörigkeit zu vermitteln, ziemlich verloren. Stattdessen sieht man, dass Menschen sich immer mehr in ihre kleine, heile Welt zurückziehen. Cocooning nennt man das auch, Cocooning. Solange es mir und meinen Nächsten gut geht, passt es schon, aber darüber hinaus muss man ja nicht auch noch schauen. Das ist ja eh alles extrem kompliziert. Man versteht kaum noch, was die Politiker da tun, wie die Wirtschaft agiert, wie das alles auch noch global zusammenhängt. Bleibe ich lieber in meiner kleinen Welt. Sind Menschen entweder sinnerfüllt oder sie leiden unter einer Sinnkrise? Das hat man lange gedacht in der Sinnforschung. Wir haben gefunden, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt eine Menge Leute, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen und überhaupt kein Problem damit haben. Das sind in Deutschland in einer repräsentativen Stichprobe 35%. Österreich sieht ähnlich aus. Auch in Dänemark, in Kanada, in Brasilien haben wir das gefunden. Das heißt, das sind Menschen, die leben ohne Sinn, die das aber auch nicht vermissen. Heidegger hat das schon beschrieben in seiner Philosophie. Er hat es als einen Zustand oder als eine Haltung der Alltäglichkeit bezeichnet. Man tut, was man so tut, M-A-N. Ja? Man tut, was alle anderen tun, besser nicht irgendwie was anderes. Dadurch lebt man aber, wie er sagt, uneigentlich. Das eigentliche Dasein verlangt, dass man über dieses Mann hinauskommt. Diese Personen, die keinen Sinn sehen, aber auch kein Problem damit haben, wir nennen sie die existenziell Indifferenten, über die wissen wir einiges schon. Wir wissen zum Beispiel, dass sie sich für keine dieser 26 Lebensbedeutungen, die sie gesehen haben, irgendwie einsetzen, engagieren. Die haben keine Leidenschaften, keine Passionen, die involvieren sich nicht. Was sie besonders ablehnen von diesen 26, ist zuerst einmal die Selbsterkenntnis. Auf keinen Fall wollen sie sich mit ihren eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen und herausfinden, wer sie eigentlich sind, was ihre Interessen und Bedürfnisse sind. Was sie auch gar nicht mögen, ist Generativität. Typisch sind solche Aussagen wie, für mich tut ja auch niemand was, warum soll ich irgendwas für irgendjemanden tun? Und sie sind auch wenig religiös oder spirituell, eher sind sie den Atheisten oder Agnostikern zuzurechnen und haben dabei gleichzeitig auch eine starke Wissenschaftsgläubigkeit. Die Wissenschaft und die Technik, die werden das schon machen. Was besonders interessant war,
Was wir gefunden haben in einer weiteren Studie ist, zuerst einmal, das ist keine Leidenssituation. Wenn man existenziell indifferent ist, dann hat man keine psychischen Probleme oder so. Denen geht es nicht schlechter als Menschen, die mit Sinn leben. Sie haben aber auch kein besonders hohes Wohlbefinden. Sie sind nicht besonders glücklich. Sie sind so mittelglücklich. Und sie haben eine ganz geringe internale Kontrollüberzeugung. Das heißt, sie glauben, sie können selbst in ihrem Leben eigentlich gar nichts bestimmen. Sie haben eine hohe externe Kontrollüberzeugung, einerseits fatalistisch, das heißt, sie glauben, letztendlich ist doch alles Zufall. Oder sozial, da sind irgendwo da oben Leute, die haben die Macht, die haben die Möglichkeit zu bestimmen, ich kann da sowieso nicht gegen an. Das heißt also ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich kann sowieso nichts entscheiden, dann ziehe ich mich ganz zurück. Ab und an höre ich, wenn ich von den existenziell Indifferenten spreche, warum stellen Sie das so dar, als ob das problematisch sei? Das ist ja ganz schön abwertend. Das ist doch okay, viele leben gut so. Warum sollte man da jetzt was tun? Ich denke auch, man hat überhaupt kein Recht, hier irgendwie in das Leben von Menschen einzugreifen, sie haben keinen Leidensdruck, sie schaden auch niemand anderem. Natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt anfangen, die zu beraten oder zu therapieren, aber wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft und auch als Institutionen überlegen, warum fallen da eigentlich so viele raus? Ein Drittel der Gesellschaft macht nicht mehr mit. Und unsere Gesellschaft beruht eigentlich, wenn wir uns als Demokraten verstehen, auf dem Prinzip der Mitentscheidung. Wenn Leute das einfach nicht mehr machen, wenn sie sagen, mir ist alles egal, dann läuft da irgendetwas nicht gut. Die letzte Frage, die ich ansprechen möchte, ist, okay, die Indifferenten, denen geht es nicht so gut, die leiden auch nicht. Menschen in der Sinnkrise, denen geht es schon sehr schlecht, die leiden wirklich. Eine Person hat mal gesagt, es ist wie ein intellektueller Suizid. Plötzlich ist alles weg, was mir jemals als schlüssig erschien. Und plötzlich ist man geistig tot. Ganz schwer. Geht viel auch mit Depressionen einher, mit Ängstlichkeit, Sorgen und so weiter. Aber heißt das jetzt, dass Sinnerfüllung glücklich macht? Ist Sinn gleichzusetzen mit Glück? Unsere empirischen Ergebnisse sagen Folgendes. Die Sinnkrise geht mit Leid einher, das wissen wir. Die Sinnerfüllung aber hängt überhaupt nicht mit Wohlgefühl zusammen. Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir psychisch krank sind oder wenn wir traurig sind oder wenn wir unter schwierigen Bedingungen leiden, können wir trotzdem das, was wir tun, als sinnvoll erleben. Das Leben wird nicht dadurch sinnlos, dass es uns emotional nicht gut geht. Und das ist ein wichtiger Befund. Andererseits heißt das auch, man kann sehr wohl glücklich sein und eine Menge Spaß haben, aber deswegen noch längst keinen Sinn im Leben sehen. Ja? Dass keine Korrelation zwischen beiden besteht, heißt, dass alles möglich ist. Menschen können sinnvoll und glücklich leben, sie können aber auch ein sinnvolles Leben haben in einer sehr schwierigen Situation, wo sie nicht glücklich sind. Sie können glücklich sein ohne Sinn. All das ist möglich. Und die Tatsache, dass es sehr wohl möglich ist, ein sinnvolles Leben zu haben, das überhaupt nicht mit Glück oder Wohlgefühl einhergeht, das wird sehr deutlich in dem Tagebuch von Etty Hillesum, aus dem ich Ihnen gerne etwas vorlesen möchte. Etty Hillesum war eine Studentin in Amsterdam zur Zeit des Nationalsozialismus. Sie war Ende 20 und hat ein Tagebuch geschrieben, das man erst vor ein paar Jahrzehnten gefunden hat, also das war lange verschwunden. Und in diesem Tagebuch hat sie beschrieben, was sie erlebt hat in dieser Zeit, in der ihr immer klarer wurde, was da vor sich geht, dass die Juden getötet werden sollten.
Sie war Jüdin. Sie hat mit diesem Bewusstsein gelebt und währenddessen sich immer weiter erforscht. Sie hat sich mit ihrer Selbsterkenntnis auseinandergesetzt. Sie hat versucht, sich selber besser zu verstehen. Sie hat geliebt, sie hat sich verliebt. Sie hat die Kunst genossen. Sie hat anderen Mitjuden geholfen unter schwierigen Umständen, die schon in Zwischenlagern waren. Denen hat sie irgendwie versucht, noch Dinge zu bringen und so weiter. Also sie hat ein volles Leben gelebt in dieser Situation, wo für sie klar war, dass sie auch bald getötet werden würde. Und in dieser Situation hat sie in ihr Tagebuch geschrieben: Ich arbeite und lebe weiter mit derselben Überzeugtheit und finde das Leben sinnvoll, trotzdem sinnvoll. Und wenn ich mir das kaum noch in Gesellschaft zu sagen getraue. Sie hat geschrieben: All das ist ein Teil des Lebens und trotzdem ist das Leben schön und sinnvoll, noch in seiner Sinnlosigkeit. Wenn man nur allen Dingen einen Platz im Leben einräumt und das ganze Leben als Einheit in sich aufnimmt, so dass es dennoch zu einem geschlossenen Ganzen wird. Was sie da beschreibt, das zeigt im Extrem: Sinnerfüllung heißt, das zu tun, was man richtig findet, und nicht das zu tun, was angenehm ist. Und man kann davon ausgehen, dass Etty Hillesum eine Art von Wohlbefinden doch auch erlebt hat in dieser Situation. Sie hat sehr voll gelebt und sie hat das umgesetzt, was sie als wichtige Werte angesehen hat. Sie hat sich für andere eingesetzt, sie hat geliebt, sie hat sich mit sich selbst auseinandergesetzt. Und in der Psychologie hat man gar nicht so lange her in den letzten Jahren gemerkt, also eigentlich ist das doch eine Art von Wohlbefinden, die eigentlich in unserem Konzept überhaupt nicht auftaucht. In der Psychologie hat man Wohlbefinden lange so gemessen: viele positive Gefühle, wenig negative Gefühle und eine hohe Zufriedenheit. Viele schöne Gefühle und wenig negative Gefühle, viel Lust und wenig Unlust und eine Zufriedenheit. Und dann hat man gemerkt, naja, es ist irgendwie doch was anderes als ein Wohlbefinden, wie zum Beispiel hier bei Etty Hillesum, das dann entsteht, wenn man das Richtige tut, auch wenn das gar nicht mit Lusterfahrung einhergeht. Und seitdem unterscheiden wir zwei Arten von Wohlbefinden. Das erste, mit viel Lust und wenig Unlust, das nennen wir das Hedonische, vom Hedonismus. Das zweite ist das eudämonische Wohlbefinden. Das bezieht sich auf den Begriff Eudaimonia von Aristoteles, den er in der Nikomachischen Ethik näher beschrieben hat. Und diese Eudaimonie ist ein Glücklichsein, das man besser übersetzt als ein gelungenes Leben, denn als Glück. Und es ist durch die folgenden Kriterien gekennzeichnet. Ich habe in meinem Leben nicht das Ziel, möglichst viel Angenehmes zu erleben, sondern eher das Richtige zu tun. Dazu braucht es eine Selbstkenntnis, weil ich sonst nicht weiß, was für mich das Richtige ist. Wichtig ist, dass ich die richtigen Ziele verfolge. Die richtigen Ziele sind für ihn solche, die um ihrer selbst willen verfolgt werden. Das nennen wir in der Psychologie intrinsische Ziele. Es gibt extrinsische Ziele, die wir anstreben, weil wir dadurch dann noch etwas anderes bekommen können. Zum Beispiel Macht oder Reichtum. Wenn ich das anstrebe, erhoffe ich mir, dass ich danach dann zum Beispiel Anerkennung durch andere bekomme. Aber das Ziel an sich hat für sich häufig nicht diesen intrinsischen Wert. Und Aristoteles sagt, nur das, was aus sich heraus wertvoll und wichtig ist und nichts mehr, das dahinter steht, hat, das ist das, was wir versuchen sollen zu leben. Und zwar sollte das Ganze einerseits freiwillig geschehen. Wir können nur dieses eudämonische Wohlbefinden haben, wenn wir uns selbst dafür entscheiden. Nicht, wenn irgendjemand sagt, tu das, tu das.
Und durch die Freiwilligkeit geht auch damit einher, dass wir es mit einem Gefühl der Verantwortung tun. Wenn wir es freiwillig tun, könnten wir es auch nicht tun. In dem Moment habe ich also die Freiheit zu entscheiden. Und wenn ich die habe, liegt die Verantwortung dafür bei mir. Und das sollte mir klar sein. Das, was ich tue, habe ich entschieden, freiwillig. Deswegen habe ich auch die Verantwortung dafür. Und das letzte Kriterium, das für ihn wichtig ist, ist, dass er sagt, das Ganze sollte gerecht sein. Die Gerechtigkeit ist für ihn die größte aller Tugenden. Tugend ist ein ganz altbackenes Wort. Er meint damit eigentlich eine Ausrichtung, eine Tauglichkeit, etwas, das wir tun, weil es zu uns und zu unserem Leben passt. Und die Gerechtigkeit ist da ganz wichtig, denn er sagt, wir sind soziale Wesen. Der Mensch ist ein Zoon Politikon, also ein Wesen, das in der Polis lebt. Die Polis, der Zusammenschluss von Menschen in der Stadt, in der Stadtgemeinschaft. Und deswegen, weil wir den Charakter des Sozialen definiert sind, ist es notwendig, dass unser Handeln dem entspricht. Also niemandem schadet und wenn möglich sogar noch anderen nützt. Freude kommt dabei dann von selbst raus. Hedone, also das Hedonistische, das hat man dann eh, denn wenn man all das tut, dann wird man schon glücklich. Dazu muss man das nicht extra anstreben. Wir können hedonistische und eudämonische Orientierungen auch empirisch erfassen und haben geschaut, wer ist denn jetzt glücklicher? Die Hedonisten sind ja die, die hedonistisch leben, die lassen sich's gut gehen. Also die sollten zumindest ja viele Lustgefühle und positive Gefühle haben, vielleicht nicht so viel Sinnerfüllung. Das haben wir auch gefunden. Also die hedonistisch Orientierten hatten deutlich weniger Sinnerfüllung als die eudämonisch Orientierten. Aber die Hedonisten hatten auch viel weniger positive Gefühle und viel weniger Lebenszufriedenheit. Das heißt, diese Eudämonie, die so anstrengend klingt, Verantwortung übernehmen, die richtigen Ziele verfolgen, sich selbst kennen, das ist ja so richtig, klingt nicht nach guten Gefühlen, aber das ist das, was letztendlich mit viel positivem Affekt einhergeht und mit Lebenszufriedenheit und auch mit höherer Gesundheit. Wie können wir uns das jetzt erklären? Stellen Sie sich jemanden vor, der in jeder Situation hedonistisch das wählt, was im Moment mehr Lust bringt. Den angenehmeren Weg wählt. Das ist dann häufig kurzfristig schön und angenehm. Macht Spaß oder bringt Lust. Wer den eudämonischen Weg wählt, der sagt, okay, was wäre jetzt aber eigentlich richtiger? Was passt eher zu dem, was ich als richtig ansehe oder wo ich in meinem Leben hin will, dann ist das häufig erstmal anstrengend. Dann heißt das, ich kann jetzt nicht mir das gönnen, sondern ich muss entweder warten oder muss etwas tun, wo ich mich anstrengen muss und so. Aber in dem Moment, wenn man diesen Weg geht, wenn man sich anstrengt zum Beispiel, dann lernt man auch etwas durch das Anstrengen. Dann entwickelt man sich durch das Anstrengen. Man entwickelt Kompetenzen. Man entwickelt Ressourcen. In dem Moment, in dem man nicht immer die Lust wählt, sondern zum Beispiel auch die langfristige Beziehung, das langfristige Vertrauen, dann stärkt das auch Beziehungen. Und Beziehungen, Kompetenz und persönliche Entwicklung sind die Sachen, die uns letztendlich wirklich glücklich machen, wie auch viele Studien zeigen. Es ist nicht das unmittelbar leichtere, schönere, sondern das Erleben, dass wir etwas können, dass wir Personen, dass wir Beziehungen haben, auf die wir uns verlassen können. Das geht einher mit positivem Affekt und Lebenszufriedenheit. Ich möchte es gern mit einem Beispiel erläutern. Wenn am Arbeitsplatz Aufgaben verteilt werden, dann ist Frau X immer diejenige, die sich die schnappt, die am wenigsten anstrengend sind. Wenig Aufwand und sie kann die dann abarbeiten, während die anderen echt schuften müssen.
Sie fühlt sich erst einmal ziemlich klasse dabei. Sie kriegt das gleiche Gehalt und die anderen müssen schwer arbeiten und sie, ihr geht's ganz gut. Mit der Zeit merkt sie aber, wie die anderen bei der Erledigung der schwierigeren Aufgaben auch mehr Kompetenzen erwerben. Irgendwie kriegen die auch mehr Anerkennung durch die Vorgesetzten. Und die kriegen dann auch Verantwortung zugesprochen und sie nicht. Und plötzlich erscheint ihr das, was ihr da tut, was ja so schön leicht ist und nicht so anstrengend, als ziemlich sinnlos. Sie kriegt keine Verantwortung zugewiesen. Sie lernt nicht wirklich was dabei. Das heißt also, dieses kurzfristige Entscheiden für das Angenehmere ist häufig auch nur kurzfristig angenehm. Und danach bedeutet eine eudämonische Entscheidung häufig Weiterentwicklung, Entwicklung von Ressourcen, die uns guten Selbstwert und gute Gefühle vermitteln, während das eher selten ist, wenn der leichte Weg oder der hedonistische Weg gegangen wird. Das heißt also, Lebenssinn ist kein Garant für ein angenehmes Leben. Oft ist es eine Herausforderung, das zu tun, was uns sinnvoll erscheint, was uns richtig erscheint. Unter Umständen ist es auch eine Zumutung. Aber wir können uns unsere Möglichkeiten und Stärken nur dann überhaupt erst erkennen und dann weiterentwickeln, wenn wir uns etwas zumuten. Der Rechtsphilosoph Rudolf Stammler hat einmal richtig gesagt, wer uns nichts zumuten will, hat einfach keinen Respekt vor uns. Dementsprechend möchte ich gerne schließen. Wer sich nichts zumutet, hat keinen Respekt vor sich selbst. Dankeschön. Fragen stellen? Genau. Wenn jemand von Ihnen Fragen hat, wir hätten jetzt Zeit, noch etwas zu diskutieren. Zunächst aber ganz herzlichen Dank für Ihren sehr differenzierten Vortrag und den Einblick sozusagen in die Forscherküche, wenn man sich genauer mit Sinn befasst und man dann entdeckt, dass vieles anders herauskommt, als man üblicherweise mit dem sogenannten Hausverstand annimmt. Ich möchte noch einmal ein paar Punkte hervorheben, die ich mir aufgeschrieben habe. Gleich am Anfang, bleiben Sie nur hier, das zu klappen. Gut. Erwähnt, dass die Definition, der Begriff des Sinns herkommt von Gang, Weg, eine Richtung einschlagen, eine Fährte suchen. Und das heißt, es gibt Umwege und Irrwege. Vor allem der Sinn kann sich verändern. Der Sinn ist keine fixe Größe. Also es kann nicht jemand kommen, der sagt, ich weiß, was der Sinn und eine Möglichkeit für alle ist. Und Sie haben die Definition der Philosophen erwähnt. Sinn ist die Bedeutung, die wir einer Sache beilegen. Es ist die Bedeutung, die wir einer Sache beilegen. Und das heißt auch wieder, eine Sache kann für mich sinnvoll sein, aber für Sie sinnlos. Und es kann sogar so weit gehen, dass etwas, das mir vor 5 Jahren noch als sehr sinnvoll erschien, heute als sinnlos vorkommt. Also der Sinn einfach immer in Bewegung ist. Dann haben Sie uns erklärt, diese 4 wichtigen Kategorien der Sinnerfüllung, alle Lebensbereiche
die müssen zusammenpassen, nicht, wie sagt man in Vorarlberg, Geschäft ist Geschäft und Schnaps ist Schnaps, also wo man so tut, als ob es zumindest zwei oder eben nach Möglichkeit ganz viele verschiedene Lebensbereiche geben kann, in denen man sich unterschiedlich verhaltet. Nein, in allen Lebensbereichen sollen wir uns, müssen wir uns gleich verhalten. Das wäre also die Kohärenz, die Bedeutsamkeit. Es muss eine Bedeutung haben, was ich tue. Es ist nicht egal, was man macht, sondern es ist eben wichtig und bedeutsam. Man muss wissen, wo das Leben hingeht, und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen ist ganz wichtig. Ja, diese fünf Bereiche der sind mit den insgesamt 26 Lebensbedeutungen. Das müsste man vielleicht auch nachlesen. Also in Psychologie heute zum Beispiel in der Februar-Ausgabe ist das sehr übersichtlich, sind diese fünf Bereiche sehr übersichtlich dargestellt. Natürlich auch auf ihrer Homepage www.sinnforschung.org. Genau. Da findet man natürlich auch diese genaueren Angaben. Und worauf ich auch unbedingt hinweisen will, weil Herbert Bröll netterweise den Büchertisch heute gestaltet hat mit dieser Ausgabe von Geowissen Spezial, was gibt dem Leben Sinn? Darin sind diese Bereiche auch geschildert, und der Fragebogen von Tatjana Schnell ist hier drinnen abgedruckt. Ein Auszug nur. Ein Auszug. Und natürlich liest sich das sehr gut und sehr leicht, weil sehr viele persönliche Geschichten, sehr viele Beispiele und sehr viele Bilder drinnen sind. Was gibt dem Leben Sinn? Vielleicht noch etwas, was Sie erwähnt haben. Sind wir immer auf Sinnsuche? Nein, in der Regel, wenn wir sinnerfüllt sind, dann merken wir das gar nicht, sondern es muss in der Regel einen Bruch geben, einen Schicksalsschlag, einen Anstoß von außen, wo das Fundament, das uns bisher getragen wird, brüchig wird. Erst dann beginnen wir wieder zu suchen. Sinnerfüllung ist ähnlich wie Gesundheit. Man merkt es eben erst oft zu spät, wenn man es nicht mehr hat, wenn es bedroht ist oder wenn es verloren gegangen ist. Sie haben besonders noch darauf hingewiesen, dass von diesen 26 Lebensbedeutungen ein Wert, immer eine Bedeutung immer heraussticht, die Generativität, etwas eben nicht nur für sich tun, sondern für andere, für nachfolgende Generationen. Ganz interessant ist, gerade wenn man auch das kennt, was Viktor Frankl immer gesagt hat, der gesagt hat, wenn man keinen Sinn hat, leidet man. Und dass aber die empirische Forschung herausgefunden hat, dass es diese unglaublich große Gruppe gibt, 35%, ein Drittel, jeder Dritte, wenn man das hier nur im Saal umlegen würde, was das bedeutet, er erlebt keinen Sinn, erlebt das Leben eigentlich als sinnlos, aber leidet auch nicht darunter, aber eben um den Preis dieser existenziell Indifferenten, die haben keine Leidenschaft, sie lehnen die Selbsterkenntnis ab, sie wollen nicht wissen, wer sie sind, wer bin ich, sie wollen sich selber nicht kennenlernen, und sie sind eher fatalistisch orientiert, dass man sagt, ja, alles ist Zufall oder die oder dumm oder man kann nichts machen. Ein Gefühl der Hilflosigkeit dominiert eigentlich ihr Leben. Und die letzte Frage, die Sie uns erklärt haben, die Frage, ob man Sinn mit Glück gleichsetzen kann. Nein, eben keineswegs. Man kann zwar glücklich sein, aber eben wenig Sinn erleben, und umgekehrt, man kann große Sinnerfüllung erleben, aber kann leiden, es kann ein schweres Leben sein, wie am Beispiel von Etty Hillesum dargestellt. Ja, gibt es von Ihrer Seite zu einem einen oder anderen Punkt oder zu etwas ganz anderem, das Sie mitgebracht haben, Fragen, wo Sie etwas näher von Frau Professor Schnell wissen möchten? Bitte. Bitte. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, dass das auch alle verstehen.
Nach diesem Vortrag ist der Begriff Sinn irgendwie doch eher positiv besetzt, aber wenn es stimmt, wie Sie sagen, dass nach den Überzeugungen zu handeln, dass das in diese Richtung geht, da habe ich ein Riesenproblem mit den sogenannten Salafisten. Denn die behaupten auch, dass es Sinn gibt, dass sie Menschen töten, mhm. oder? Und die behaupten auch, dass sie generativ arbeiten, ja. in diesem Sinne. Ja. Wie sehen Sie diese Sache? Mhm. Das ist etwas, was mich furchtbar, ja. bewegt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich aber für mich auch ganz klar beantworten kann. Wenn wir zum Thema Sinn forschen, dann ist die Frage, wer erlebt wann Sinn? Und wir müssen uns das eingestehen, dass Menschen wie die Salafisten, dass auch Hitler wahrscheinlich ein sehr sinnvolles Leben hatte. Die haben oder sie leben nach ihren Überzeugungen, sie sind ihrer Meinung nach generativ tätig. Und die Tatsache, dass dort Sinn erleben vorliegt, die müssen wir, glaube ich, akzeptieren. Wichtig ist es, dass wir das überhaupt sehen können, dass da auch Sinn hintersteckt. Denn das hilft uns eher zu verstehen, warum Menschen das überhaupt tun, warum Menschen so handeln. Der Sinnbegriff ist per se kein Wertbegriff. Also wir nennen nicht nur das sinnvoll, was wir jetzt als aus unserer Perspektive heraus richtig ansehen, denn dann hätten wir eine ganz bestimmte Perspektive. Der Sinnbegriff ist erstmal neutral auf diese Kriterien bezogen. Und dann muss man natürlich schauen, manche Dinge, die als sinnvoll erlebt werden, sind äußerst schädlich. Man kann damit, glaube ich, besser umgehen, wenn man weiß, dass sie für diese Personen sinnstiftend sind. Und ich glaube, dass viele der Jugendlichen, die aus europäischen Ländern jetzt dorthin gehen zum Kämpfen, dass die unter einem Sinnmangel hier gelitten haben und dort jetzt ganz klare Überzeugungen finden, für die sie eintreten können, die sie aktiv umsetzen können, ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Konsequenz ihrer Handlungen. Und wenn man das versteht, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, was längst nicht heißt, anzuerkennen, dass diese Bewegungen stattfinden. Joachim Bauer hat es gerade gestern auch im Vortrag beim Wirtschaftsforum gesagt, eben um diese Aggression zu verstehen, dass besonders die Zugehörigkeit so eine Rolle spielt. Diese Menschen erleben hier in unserer Gesellschaft, mhm. du bist nichts, genau. und die Gruppe sagt ihnen, aber bei uns bist du jemand. Mhm. Und das ist sehr attraktiv, ja. und führt eben genau dazu, dass sie den Sinn, den sie hier nicht erleben, mhm. aber dort in der Gruppe erleben. Ja. Ja. Mich würde interessieren, in Bezug auf den Suizid, inwieweit der Suizid und die Sinnfrage zueinander stehen. Ja. Die Tatsache, dass wir über Sinn erst seit kurzem überhaupt empirisch forschen, ist der Grund dafür, dass wir noch nicht zu allen Fragen auch tatsächlich empirische Antworten haben. Was wir wissen ist, dass Suizid immer auch eine Folge von Sinnlosigkeitserleben ist. Und das ist recht eindeutig. Von daher, glaube ich, da gibt es, weiß ich nicht, was vielleicht da Ihre konkrete Frage war? Die Menschen, die einen Sinn nicht brauchen, sehen, mhm. ist es eher bei denen Menschen, mhm. in dem Fall bei denen, wo einen suchen, oder? Wo mhm. das hinterfragen. Ganz genau. Also diejenigen, die keinen Sinn im Leben haben, aber auch nicht darunter leiden, die sind in den seltensten Fällen suizidgefährdet. Das haben wir auch ganz klar gesehen, weil deren Depressivitätswerte genauso hoch sind wie die bei den Sinnerfüllten. Also da ist wirklich keinerlei, Depression im Durchschnitt zu sehen. Diejenigen, die wirklich das Gefühl haben, ich brauche einen Sinn, aber ich weiß nicht, wo ich ihn herkriegen soll, der ist mir abhanden gekommen und ich, wenn ich das Ganze ansehe, sehe ich nur noch Sinnlosigkeit, also die das als schmerzhaft wahrnehmen, den Mangel an Sinn. Das sind die, die eher suizidal sind, ja. Genau, und die Indifferenten, da ist kein Leidensdruck und von daher denke ich, ist es auch keine Notwendigkeit für uns zu sagen, die müssen wir jetzt identifizieren und behandeln oder so. Das nicht. Etwas, was im Zusammenhang mit Sinn, was man da auch immer hört, dass man glaubt, um Sinn erleben zu können, braucht es einen religiösen Glauben. Mhm.
Und also wenn jemand nichts glaubt, wenn jemand Atheist oder Agnostiker ist, nimmt man dann auch an, kann der überhaupt keinen Sinn erfahren? Da haben Sie ja auch andere Ergebnisse in Ihren. Genau, also das haben wir uns auch gefragt, wie sieht das aus? Also eigentlich bin ich auf die Sinnforschung gekommen, auf die Frage, also einerseits sind die Kirchen leer, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass alle oder im großen Rahmen eine Sinnkrise vorherrscht. Da muss ja irgendwas anderes sein, was Menschen auch trägt. Und dann gibt es das Stereotyp des Menschen, die Atheisten sind oder die nicht religiös sind, die haben ja auch keine Werte, die haben keine Orientierung, die glauben nicht, dass es nach dem Tod weitergeht, dann muss ja für die alles sinnlos sein. Was man aber sieht, gerade in der letzten Zeit mit dem New Atheism, dem neuen Atheismus, wo Atheisten sich auch outen und nach draußen gehen und sogar atheistische Kirchen gründen, wie in London, und das gibt's jetzt auch inzwischen in anderen Ländern, in Berlin jetzt auch, Atheist Churches, oder sie nennen es dann Sunday Assembly, wo sie sich treffen und Poplieder singen und so weiter. Atheisten treten heute immer aktiver auf und sagen, natürlich haben wir Werte, natürlich leben wir nicht einfach so dahin. Wir sind vielleicht sogar moralischer als ihr. Man sieht zum Beispiel, dass die Länder, wo die Religion die niedrigsten Werte hat, wie in Skandinavien, dass dort die geringsten Kriminalitätsraten vorliegen. Also haben wir uns gefragt, wie sieht es denn aus? Wir haben über 100 selbsternannte oder klar als Atheisten identifizierte Personen befragt, die von sich sagen, ich bin Atheist, und haben unter anderem den Fragebogen zu Lebensbedeutungen ausgeteilt, und deutlich wurde zuerst einmal, wenn wir die Atheisten im Allgemeinen mit allen anderen vergleichen, ja, die haben weniger Sinn in ihrem Leben, die sehen weniger Sinn in ihrem Leben. Dann war aber die nächste Frage, sind denn alle Atheisten gleich? Die Tatsache, dass man nicht an Gott glaubt, heißt das, dass man stattdessen Y macht? Glauben alle das gleiche andere, wenn sie nicht an Gott glauben? Natürlich ist da auch ganz viel Unterschiedlichkeit innerhalb dieser Atheisten noch. Wir haben also statistisch geschaut und verschiedene Cluster gefunden. Einerseits eine Gruppe, die extrem viele hohe Sinnkrisen hatte und wenig Sinn erlebt hat. Das waren die offenbar wirklich in dem Atheismus, unter dem Atheismus gelitten haben, die ganz stark nach Sinn gesucht haben und den nicht gefunden haben. Dann gab es die nächste Gruppe, der Selbstverwirklicher. Das ist wahrscheinlich so das Bild, das man stereotyp auch von ihnen hat. Denen geht es darum, dass sie immer mehr Wissen und mehr Macht und mehr Leistung, und es geht nur um sie selbst. Die hatten schon deutlich mehr Sinn als die erste Gruppe, die keinerlei, die vollkommen den Boden unter den Füßen verloren hatte, aber immer noch weniger als die Allgemeinbevölkerung. Und die letzte Gruppe war die, die mehrere Lebensbereiche, Lebensbedeutungen in ihrem Leben verwirklicht hat, die einerseits selbst verwirklicht waren, andererseits in Beziehungen investiert haben und die auch selbst transzendent waren. Und hier haben wir Sinnwerte gefunden, die ähnlich wie in der Normalbevölkerung waren. Das heißt also, man kann sehr wohl Sinn erleben, auch ohne Religiosität. Auch gerade die Tatsache, dass Generativität so ein hoher Prädiktor ist, zeigt es ja. Wenn man generativ tätig ist und zum Beispiel sozial engagiert oder naturverbunden und eben weiter noch in Beziehungen und in sich selbst investiert, dann kann natürlich dann auch das Leben als sinnvoll erlebt werden. Wenn Sinn die Bedeutung ist, die wir einer Sache oder einem Ding beilegen, dann stellt sich auch die Frage heute unter dem Aspekt, wenn Männer und Frauen immer diskutiert werden, Männer sind anders, Frauen auch oder umgekehrt. Gibt es da Unterschiede? Können Sie da etwas zu diesen Unterschieden zwischen Männern und Frauen bezüglich dieser Lebensbedeutung sagen? Also Männer und Frauen unterscheiden sich nicht darin, wie sinnvoll sie ihr Leben erfahren. Also das ist bei ihnen gleich. Aber was sie tun für ihr sinnvolles Leben, da unterscheiden sie sich deutlich, und da sieht man diese typische Zweiteilung, die wir schon seit Jahrhunderten immer wieder wahrnehmen, die auch in der Philosophie, in der Soziologie beschrieben wird. Das ist dieser
Dualität von Agency und Communion. Männer sind dann sinnerfüllt, wenn sie sich selbst verwirklichen, und Frauen, wenn sie in Beziehungen investieren. Also die Selbstverwirklichung ist bei den Männern deutlich höher ausgeprägt und bei Frauen die Beziehungen. Eine Empfehlung, die Sie auch erwähnt haben, aber die vielleicht noch einmal unterstrichen werden soll, eben diese 26 Lebensbedeutungen haben Sie in 5 Bereiche eingeteilt. Mhm. Und wichtig wäre es offenbar, eine Vielfalt von Lebensbedeutungen zu haben. Also nicht nur einen Bereich, nicht nur religiös zum Beispiel, Selbsttranszendenz vertikal, sondern eben genauso der Bereich Selbstverwirklichung oder Selbsttranszendenz horizontal, die Ordnung, Viren, Wohlbefinden, also einfach möglichst viel, nicht nur einen Bereich. Genau. Mhm. Also das heißt, in verschiedenen Lebensbereichen involviert zu sein, das stiftet bereits Sinn. Andererseits kann man sagen, in dem Moment, wenn wir nur uns auf eine Sache konzentrieren und die fällt weg, dann ist das extrem gefährlich. Wenn wir zum Beispiel unseren ganzen Lebenssinn aus dem Beruf ziehen und der aus irgendeinem Grunde wegfällt, dann haben wir nichts anderes, dann liegt die Sinnkrise sofort bereit. Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen? Moment, alles beantwortet. Schön. Dann darf ich nochmal darauf hinweisen, eben wenn Sie sich auch persönliche Geschichten und gleichzeitig den wissenschaftlichen Hintergrund anschauen wollen, Geowissen, was gibt dem Leben Sinn? Oder wenn Sie auf die Internetseite von Tatjana Schnell www.sinnforschung.org gehen, dann finden Sie auch ganz viele nähere Angaben. Und ich bedanke mich vor allem bei Ihnen ganz herzlich, liebe Frau Professor Schnell, dass Sie in Ihrem Terminkalender diesen Termin schon lange für uns reserviert haben und dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ganz herzlichen Dank. Gerne.